Vielen Dank, Dankeschön. Herzlich willkommen zu Später am Spielkreis oder auch zu Late Night Gaming. Heute ist der 20.10.2022. Wir haben es circa genau 22 Uhr, 21.57 Uhr. Herzlich willkommen pünktlich heute, ne, auf dem Donnerstagabend zum Spätabendspielkreis. Und wir haben auch heute wieder ein interessantes Thema dabei, worüber ich bestimmt 2-3 Minuten was sagen kann. Suspendiert heißt es nämlich. Suspendiert. Worum geht's denn da überhaupt? Worum geht es denn? Welcher? Was denn suspendiert? Geht es jetzt um irgendeinen Finanzchef, um einen IT-Experten oder worum geht's? Nein, es geht um einen absoluten Experten in seinem Bereich, nämlich im Bereich des fußballerischen Daseins. Cristiano Ronaldo, Spieler von Manchester United, der letzte Saison noch unter, wer war denn da, Trainer? Solskjaer, ne? Letzte Saison noch unter Trainer Solskjaer regelmäßig gespielt hat. Das sieht aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Dieses Jahr unter dem neuen Trainer Erik Ten Hag, der eigentlich sich dafür ausgesprochen hat, vor der Saison Ronaldo unbedingt halten zu wollen. Dementsprechend ist Ronaldo ja auch nicht gewechselt, hat ihn da irgendwie so ein bisschen die Welt schön geredet. Und jetzt sieht das Ganze ganz, ganz anders aus. Ronaldo nach Eklat gegen Tottenham Hotspur suspendiert für das nächste Spiel. Gegen Chelsea, ne? Spielen die. Das ist natürlich eine Sache, wo man sich denkt, Ronaldo, ein zigfacher Weltfußballer. Wie kommt das, dass der auf einmal so einen wirklich auch drastischen Absturz genommen hat? Der hat ja unheimlich wenig Einsätze bekommen, jetzt wurde auch noch suspendiert. Der wird ja im Training weiterhin seine guten Leistungen zeigen und Ronaldo, das weiß man ja, der hat ja so einen Ehrgeiz als Mensch, als fußballerischer Typ. Der will ja auch immer wieder spielen und alles gewinnen und dem schmeckt das natürlich überhaupt nicht, dass er nicht spielt und dass er auf der Bank sitzt und suspendiert ist und so weiter und so fort. Und dementsprechend wird er ja viel dafür trainieren, warum er aber nicht eingesetzt wird, warum der da nicht reinpasst in das System. Ich meine, es läuft ja so auch nicht bei Manchester United. Da kann man wenigstens Ronaldo spielen lassen. Der ist immer noch also einer der Hoffnungsträger gewesen beim Manu. Dementsprechend, irgendwie macht es für mich alles keinen Sinn, weil du ja auch ohne Ronaldo, klar, es ist ja zwar irgendwie, wird immer wieder gesagt, das Spiel ist dann auf Ronaldo zugeschnitten, sobald er in irgendeiner Mannschaft ist, bei Real, bei Juve, in Portugal, bei der Nationalmannschaft oder bei United, ist ja scheißegal, das Spiel ist auf CR7 zugeschnitten. Okay, kann man sagen. Allerdings ist auch keine klare Spielidee zu erkennen, wenn Ronaldo nicht spielt. Dementsprechend, der Typ kann aus jeder kleinen Situation irgendwie eine gefährliche Sache kreieren. Unheimlich torgefährlich, weiterhin mit seinen 37 Jahren. Ich kann es tatsächlich nach wie vor nicht verstehen. Auch ein Messi hatte Probleme am Anfang bei Paris. Ähnlich bei Ronaldo ja auch jetzt. Oder vielleicht ähnlich bei Ronaldo gewesen. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, warum der nicht spielt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Erik ten Hag gegen, wahrscheinlich persönlich gegen CR7 hat. Keine Ahnung. Die Red Devils suspendieren Cristiano Ronaldo. Das hat der Club am Donnerstagabend auf seiner Webseite bekannt gegeben. Ronaldo wird nicht im Kader für das United-Spiel Premier League gegen Chelsea im kommenden Samstag stehen. Der Rest der Mannschaft konzentriert sich voll auf die Vorbereitung. Okay, Paukenschlag. Ronaldo suspendiert. Hintergrund des Rauswurfs ist die Aktion des Edeltechnikers vom Mittwoch. Die Partie gegen Tottenham hatte erneut nur auf die Bank gesetzt. Doch kurz vor Ende der Partie machte sich der gefrustete Portugiese von der Seitenlinie direkt auf dem Weg Richtung Umkleidekabine. Obwohl er noch hätte eingewechselt werden können. Ein Skandalabgang. Okay, also ist gegangen. Vorzeitig. Das ist halt, ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, das ist der Ehrgeiz von Ronaldo. Der will spielen, der will immer wieder dabei sein. Und es bringt auch nichts, einen CR7 irgendwann in der 88. reinzubringen. Das macht keinen Sinn. Ich verstehe Erik ten Hag da nicht, keine Ahnung. Gut, so wie Ronaldo ist, verlässt er dann den Platz, beziehungsweise war er gar nicht drauf, verlässt einfach die Auswechselbank. Und dann war's das. Das ist halt, boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, eine ganz, ganz schwierige Sache. Das ist schwer zu akzeptieren, aber ich weiß nicht, also ich würde da mit der Situation als Trainer vom Manu ganz, ganz anders umgehen, als es ten Hag macht, wirklich. Ganz, ganz komisch. Tja, was willst du machen? Schalke hat seinen Trainer entlassen, nachdem die rausgeflogen sind. Gibt es da einen neuen? Weiß ich nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Mir ist es relativ egal, was Schalke macht. Die spielen sowieso gar nicht mal so gut, tatsächlich. Dementsprechend, naja,
Schalke, Schalke, Schalke. Gaspreis. Oh, rauscht runter. Produktionskosten knallen rauf. Das ist schön. Aber schön, dass der Gaspreis fällt. Macron, Schelte für Deutschland. Schelte für Deutschland? Was ist das denn hier? Die Hand Gottes, genau. VR-Feinde. Ohne Videobeweis, Pokalärger ohne Ende. War das Paderborn-Spiel, ne? Da gab es keinen Videobeweis oder was? Und irgendwie großen Aufreger, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Niklas Füllkrug hat kurz vor Schluss ein Tor erzielt für Werder Bremen. Und am Ende, wissen wir ja, hat Paderborn gewonnen im Elfmeterschießen. Das Tor hatte irgendwie nicht gezählt. Es gab kein VR oder vielleicht gab es doch einen und der hat sich falsch eingeschritten oder nicht eingeschritten. Keine Ahnung. Mir ist es relativ egal, denn der SC Paderborn hat gewonnen am Ende. Dementsprechend bin ich da auch sehr froh drüber. Allheilmittel für empfindliche Zähne. Diesen Städten gehört die Zukunft. Auch interessant. Immobilienblase platzt. Wow. Bild verlost die ersten 300 Tickets für Sarah Connor. Da mache ich mit. Da will ich dabei sein. So schnell wie es geht. Und deswegen fangen wir jetzt auch an. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Division Rivals Rewards haben wir heute mit dabei. Die öffnen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal rüber. Wir haben heute dasselbe Lied zum Start dabei wie gestern Abend auch. Woody Allen mit No Interruption. Ich habe weiterhin ein Ohrwurm davon. Deswegen hören wir das gleich nochmal. Jetzt gibt's erstmal Sets. Welche? Weiß ich noch nicht. Entscheide ich mir gleich spontan. Bis gleich. No Interruption. Haben wir das nicht schon mal gehört, das Lied? Ja, von Woody Allen. Sets, welche nehmen wir denn? Mannschaft ist eigentlich gut, ne? Ist eigentlich eine tolle Mannschaft. All alone, yeah. Ich glaube, ich nehme mal diese Woche Untradable Packs, weil gibt es einen Grund dafür? Ich glaube, mit Münzen kann ich meine Mannschaft fast sowieso relativ. Jetzt hätte ich mal gucken können, was man für 100k da noch bauen kann, aber mir fällt jetzt so spontan nichts ein, was ich da für 100k noch gut rein. Wo war er? Innenverteidiger? Wen haben wir denn da? Close mouth, no interruption. Ich glaube, da fehlt wieder dann aber noch was fehlen. Ja, ein Van Dijk habe ich jetzt gerade, ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, aber. Nee, machen wir nicht. Alle fahren. Ist eh nicht so viel, was mir hier bekommt, ne? Für eine Woche spielen, das ist, also WL kriegt man mehr. Zwei seltene Megafans. Frank Goldspieler, wir nehmen das mal mit. I give it to you, no interruption. Oh, wir müssen gewinnen. Ich will in Liga 3. Mach mal. Komm mal rein. Erstmal die Sets an. Mann ey, warum ist denn der Husten immer noch da? Komisch, ne? Nach so einer Covid-Infektion der Husten einfach irgendwie stärker geworden ist. Das hatte ich während der Infektion gar nicht so stark. Erstes Set, sehr bescheiden. Kann ich gebrauchen. Profana. Close mouth, no interruption. And tell me one time that you want me. I promise that I won't say nothing.
Verbauen wir direkt. On the couch. I give it to you, no interruption. Ach, fuck. Komm, wir stoßen ab. Das macht eh keinen Sinn, ne? Ist eh Quatsch. Oh, Marshmallow und Lil Peep mit dem tollen Lied Spotlight. Loving you is like a fairy tale. Spanien! Immer Spanien! Ey, was soll ich denn mit dem Marco Asensio machen? Jetzt mal ganz im Ernst. Immer wieder Spanien. Also die Untradable-Dinger sind ja auch wirklich sehr bescheiden. Wie ich das hier sehe. Zlatan Ibra. Rosti. Alles weg. Sehr, sehr bescheiden. Oh Mann, ey. Tja. Die habe ich halt alles schon, ne? Mehrfach auch gezogen. Ich glaube, es war nicht so schlau, einen Trade zu nehmen. Habe ich jetzt mal probiert eine Woche, aber ich sehe, dass hier gar nichts kommt. Jamie. Also, alles in allem kann man sagen, dieses Set war unheimlich beschissen. Würde ich nie wieder so öffnen. Ja. Und nächste Woche nehmen wir wieder die Tradable Packs. Da hat sich hier, guck mal hier, da verkauft sich wenigstens ein bisschen was. Aber das ist ja wirklich Quatsch gewesen. 70.000 hätte ich jetzt für eine Auswechselbank. Kümmern wir uns gleich drum. Jetzt mache ich erstmal ein Spiel in der Liga, um reinzukommen. Liga 4. Gewinnen müssen wir. 1, 2, 3, 4. Am besten sogar am Stück. Los geht's. Oh Mann. We all American. Nee, ich bin tatsächlich kein Amerikaner. Ich bin Deutscher. Und dementsprechend interessiere ich mich auch für Fußball anstatt für Football. Und genau das machen wir jetzt auch. Gegen Casemiro, Sanchez, Ronaldo, Jeda und Co. Starten wir jetzt ins erste Spiel in der Liga. Hier. Los geht's. Erling Braut Haaland. Das ist natürlich wieder unheimlich amateurhaft verteidigt da, ne? Den Ball einfach wieder blind da reingespielt in den Gegner. Wir haben CR7 als Gegner hier, ne? Im Sturm vorne. Er kann ein bisschen was. Anders als im wirklichen Spiel.
ist Cristiano Ronaldo hier tatsächlich weiterhin sehr torgefährlich und spielt dann auch. Ja, wieder. Thiago Silva. Richtig blind da wieder reingespielt. 1-0, der Usman Dembele. Das ist halt Ronaldo, der sich dann da durchsetzt. Ne? Also teilweise dieses Spiel hier auch nach vorne ist nicht Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Mo Salah, na komm. Kommt da auch nicht dran vorbei. Naja, das ist hier. Die ersten Spiele immer wieder. Natürlich, wir sind auch nicht warm gespielt, das ist ja auch klar. So wie gestern auch. Das ist immer sehr, sehr holprig, so die ersten Spiele. Das hatte ich ja gestern selber auch erlebt, dass das unheimlich. Naja, ich sag mal. Nicht gut losging. Wir haben zwar gar nicht so schlecht gestern auch aufs gegnerische Tor gespielt, aber irgendwie klappen wollte dann doch wenig. Ja, Nkunku, immer noch Nkunku mit rechts und Donnarumma ist da. Wer war denn da noch mit seinem kleinen C dazwischen? Irgendwer war da noch dran. Hansi Davis fängt den ab, der Ball kommt trotzdem auf die rechte Seite zu Usman. Davis ist wieder da. Gut gelöst. Schade. Nkunku. Oh, jawohl. Genauso. Schön. 1-1. Das sieht doch darüber nicht ganz so gut aus. Aber ja, auch gut platziert. 1-1 Nkunku. Starker Schuss. Sehr, sehr guter Schuss von Christopher Nkunku. So, Mo Salah. Kante. Mann, ey, der immer wieder Dreh- und Angelpunkt hier in der Offensive ist, ne? Also unheimlich stark, wie sich Mané da wirklich in so gut wie jeden offensiven Angriff mit einschaltet. Unheimlich strong, der Kerl. Abseits von Benjana. Trotzdem gut, dass Donnarumma da war. Das konnte man im Ansatz schon erkennen, dass das eine Abseitsposition dann war.
Oh, Usman. Kuku läuft schon wieder. Das ist keine Abseitsposition, weil es in der eigenen Hälfte war. Kuku jetzt gegen Donnarumma. Ja. Und jetzt macht Gigi aber richtig stark. Hätte er die kurze Ecke wählen sollen. Christopher Nkunku. Ecke von Mo Salah auf Nkunku. Und wieder Donnarumma. Wie greift er denn da über sich? Es gibt keine weitere Ecke. Die Nachspielzeit ist rum. Der Schiri pfeift direkt ab. 1-1 zur Pause. Da waren jetzt nochmal zwei richtig gute Dinger dabei von Christopher Nkunku. Und wie kann der Gegner... 2,7 erwartet Tore der Gegner und wir haben 0-3. Bitte? Das ist halt so, mein Gott. Kannst du ja auch nicht ausdenken. Wir haben doch da gute Chance gerade gehabt. 1-2. Sadio Mane. Und wieder Gigi Donnarumma. Da war die Defensive unheimlich passiv. Kunku, Donnarumma, nächste Ecke. Der kommt zu Marquinhos, der kommt zu Haaland. Ey, nicht annehmen. Abschluss suchen, mit dem Kopf, mit dem Fuß, scheißegal wie. Hauptsache das Ding irgendwie aufs Tor boxieren. Was macht ihr denn da, ey? Wieder ist der Ball weg. Oh, Kanté fängt ihn ab. Gut gemacht, N'Golo Kanté, Doppelpass. Haaland und Mané, das funktioniert nicht so. Wie gedacht. Kunku schon wieder. Ah, Kunku ist da. Ja, das sind zwei, drei gute Kombinationen am Ball, liegt dann im Netz, ne? Wenn jeder ist es. Das Problem ist, dass wir in genau dieser Position so zentral vor das Tor halt bisher noch nicht wirklich gekommen sind. Und dementsprechend auch nicht mehr Tore erzielen konnten, ne? Das ist das große Problem hier. Haaland! Ausgleich 2-2. Das ist nicht zentral, aber Haaland ist halt ein Stürmer, der den auch aus der Position reinmacht. Hahaha, Haaland. Hey. Haaland schon wieder aufs Dach. War da noch einer dran? War keiner dran. Ja, interessanter Versuch hier. Bis zum Spiel von Mo. Dann ist Erling da. Kanté fängt den nächsten Mal ab. Leon Goretzka. Und da drüben läuft Leon Goretzka. Oder auch da. Ah, Nkunku. Dann Abseits CR7. Oh. Also so ein Ding wird aber auch regelmäßig ein bisschen gefährlicher als das, was CR7 jetzt hier gerade gemacht hat. War natürlich auch ein bisschen unter Bedrängnis noch, ne? Aber ich merke schon auch, dass wir hier in der Abwehr echt teilweise große, große Böcke drin haben. Wirklich große Böcke. Marquinhos zum Beispiel, sehr weit weg hier.
Sehr weit weg. Oh, Jungs. I'm giving you no interruption. N'Golo. Und da ist ein Koko. Und jetzt aber, es gibt es nicht, ey, Donnarumma. Da sind wir jetzt aber zentral vorm Tor. Die Schussbahn ist frei. Und den kriegt ein Koko dann nicht im Tor untergebracht, weil Donnarumma wirklich sehr, sehr stark pariert. Das muss zum Beispiel aber dann auch ein Tor sein. Das muss eins sein. Das muss eins sein. So leid es mir tut. Gegen die Laufrichtung eigentlich von Gigi Donnarumma. Das war sehr stark gehalten. Das gibt's doch nicht. Warum nimmt sich denn niemand den Ball da? Donnarumma kann den nicht festhalten. Erling und jetzt ab in die andere Richtung. Erling fehlt vorne. Haaland, nach vorne mit dir. Oh, voll Verlust. Funko holt sich den zurück. Ronaldo, wenn jeder noch mal rüber, Usman, und jetzt ist Thiago Silva da. Das war einer zu viel. Das war einer zu viel, den er da wollte. Mané. Nkunku über links. Was ist das denn für eine Ballan- und Mitnahme? Ey. Was macht ihr denn da? Ronaldo läuft. Gut. Nicht so. Mann, ey. Gibt's echt nicht. 2 Minuten nach Spitzersyndrom. Letzte Flanke, Marquinhos ist da, aber das Spiel wird jetzt wahrscheinlich abgepfiffen werden vom Schiedsrichter. Und genauso ist es. Wir verlieren die Partie mit 3:2 dank eines aus meiner Sicht unglücklichen Gegentores in der 87. Minute. Stopp. Falco, Mutter der Mann mit den Dose ist da. Also. Ich kann es nicht verstehen, Mann. Ich kann es nicht verstehen. Ein solches Gegentor. Das ist halt, das ist irgendwie. Ja, weiß ich nicht, unmöglich. Das ist einfach doof. Punkt. Das ist einfach doof. Ja, Thiago Silva klärt den Ball nicht richtig. Das ist hier so ein langer Ball. Gespielt von Maximum, wo eigentlich niemand, der läuft zwar, ich glaube, ja, Benjeda ist es, der läuft zwar da rein, aber niemand kann diesen Ball eigentlich wirklich bekommen. Thiago Silva, Marquinhos, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ja, und Thiago Silva schießt Benjeda an. Und dann prallt er natürlich genauso ab, dass Benjeda den einschieben kann. Donnarumma steht auch noch vor ihm, ey. Alter. Bitte dich.
chemischen Verfahren verflüchteten sich aus dem Kohlenstoff die Gase. Nächstes Spiel. Aus Kohle wurde Koks. Bitte. Die Menschen sehnten sich nach der Energie, die in das Koks liegt. So ein Quatsch. Doch was dort. Und damit verliert man das Ding. Blackie, jetzt willkommen, schönen guten Abend. Hallo. Der Mann mit dem Koks ist da. Ba-da-ba-ba-da-dam. Das schwarze Gold ist weiß geworden. Man nehme eine einfache Rezeptur. Ich gucke mich gerade mal um nach interessanten. Also ich habe 70.000 Münzen, circa. Ich gucke mich gerade mal um, was es für Auswechselspieler gibt. Für die Weekend League, die morgen ansteht. Behaglichkeit. Und Energie. Das ist nicht das Original. Ich weiß nicht, ob es das. Es ist von Falco. Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Von Falco. Marco? Mach gleich mal eine Hörprobe. Falco. Mit dem Lied Mutter der Mama mit dem Koks ist da. Gibt es da auch eine andere Version? Was wusste ich gar nicht. Ich kann jetzt nur die Version von Falco, von Mark O. Mutter der Mann mit dem Koks da. Gibt es da auch eine Version von. Nee, gibt's dann gar nicht. Mark O. Oder hat er. Wie heißt das denn von dem? Mark O. Mark. Oh, Mark Forster, ja. Und die Chöre singen für dich. Oh, oh, oh. Tears Don't Lie hat der. Ja, solche Sachen hat Marco. Aber. Stuck on you because I love somebody to love. Ja, weiß ich nicht. This is Marco. Oh, wir gucken mal rein. Was hat der so. Dachte, der hätte das Remix. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich wüsste auch nicht. Der hat ja viele englische Titel. So wie ich das jetzt gerade hier sehe, gemacht. Der Marco. Dementsprechend auf Deutsch wäre das jetzt hier nicht vorhanden. Mother, the man with the Coke are here oder sowas. So müsste das Lied dann heißen. Aber ist auf jeden Fall nicht dabei unter den Top 10. Das bekannteste Lied scheinbar von Mark O heißt United. Und damit kann ich jetzt gerade überhaupt nichts anfangen. Short Mix United von Mark O. Hör mal rein, was sind das für ein Lied? Kennt man das? Kennt man bestimmt, oder? Sagt mir bis jetzt nichts. Ich habe eine ganz andere Frage. Doppelsechs. Aktuell bestückt aus Goretzka und Kanté. Wäre De Bruyne besser als Kanté? Ist das cooler? Kanté Goretzka oder De Bruyne Goretzka? That's the question. Ich kenne das Lied nicht von Marco. Es gibt zwar andere, die ich kenne, Tears Don't Lie zum Beispiel, aber das kenne ich nicht, wirklich nicht. Nie gehört. Be united. Ooh.
Oder was hat der FC Bayern denn noch? Wir haben die Top-Spieler vom FC Bayern zum Beispiel schon drin in der Mannschaft. Das ist ja das Ding jetzt hier auch. Mané, Goretzka, Davis. Nkunku, auch ein Top-Spieler noch aus der Bundesliga. Da können wir jetzt nichts mehr machen. Wir könnten Innenverteidiger für Thiago Silva für 70k ein, außer, ja, wen willst du da? Das ist ja auch, dann können wir auch Thiago Silva stehen lassen. Ich könnte da jetzt Varane, der wäre möglich für 70k, oder ein Koulibaly vielleicht, okay. Koulibaly könnte ich reinstellen noch. Stimmt. Koulibaly, den könnten wir noch reinstellen. Aber, ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt auch dann... Tempo hat er mehr, Def hat er mehr, Füße hat er mehr. Kalidou. Gut. Ja, wahrscheinlich doch eine Verbesserung, ne? Thiago Silva, ja, alles in allem, der ist in Ordnung. Das ist kein absoluter Brecher, deiner IV. Der macht teilweise schon auch gute Sachen, aber jetzt auch nicht immer, ne? Hier, mir geht's um diese Bank hier. Interessante Flügelspieler. Wir brauchen einen, vielleicht einen Verteidiger. Bellingham kann bleiben. Aber ich habe da aktuell irgendwie noch keine Idee zu. Einen Memphis, jetzt mir auch keinen Memphis mit 83 Tempo aufbauen, ist ja auch Quatsch, ne? Einen Son könnte ich mir noch auf die Bank setzen. Okay, gut. United. Nach wie vor, auch wenn das Lied schon 2,5 Minuten läuft, ich kenn's nicht. Das ist das bekannte Lied von Mark O. Keine Ahnung. Nie gehört das Ding. Anthony, Rafinha, was passt denn Usman noch? Du wolltest den auf der Bank setzen? Usman Dembele. Oh oh. Was ist eigentlich bei dem Top 100? Kommt. 66k. Wir spielen jetzt erstmal das nächste Game. Oh, so ein Quatsch hier. Fußballgene oder Peace and War? Das war das Lied United von Mark O. Jetzt kommt ein Lied von Mark O, das kennt man. Das kennt man. Tears Don't Lie, gibt es auch eine deutsche Version von... Tränen lügen nicht. Von wem war das denn? Ah, wenn ich da jetzt drauf kommen würde. Tränen lügen nicht. Es gibt eine deutsche Verfassung auch davon. Das ist wahrscheinlich sogar das Original. Ist es Michael Holm, der damals Tränen lügen nicht gesungen hat? Das ist auf jeden Fall die englische abgespacede Variante. Ich guck mal eben nach. Tränen lügen nicht von Michael Holm. Ist das richtig? Michael Holm ist es tatsächlich. Was ich nicht alles weiß. Michael Holm damals in den 80ern, wenn nicht sogar in den 70ern mit Tränen lügen nicht. Ja. Hat er sich abgeguckt von Mark O. Wir gehen aber jetzt ins Spiel. Ins zweite. So, warte. Falcao. So, Michael Holm, wir müssen jetzt spielen. Spiel Nummer 2, Intervention Rivals am heutigen Abend. Und davon gibt es übrigens auch nochmal, von dem Lied Tränen lügen nicht, gibt es noch eine, ich sag jetzt mal so eine Spaßversion, ein Cover von Otto Walkes. Denen lügen nicht. Nicht Tränen, sondern denen lügen nicht. Also eine Spaßversion, auch ganz witzig gesungen.
Toll. Gibt's auch. Also was man nicht alles weiß, was für ein Quatsch man wirklich alles behält, ne? Das ist echt interessant. Teilweise, ne? Gut. Was hat die? Was machen die das eigentlich da, ey? Wie kann man so amateurhaft teilweise verteidigen? Boah, von hinten kommt Falcao angelaufen und wämst das Ding natürlich rein. Ja, es ist klar. Ey, so amateurhaft. Auch schon wieder diese Flanke, dass man das nicht verteidigen kann. Wir haben da gestandene Innenverteidiger. Marquinhos, Thiago Silva. Ich glaube, der kleinste in der Innenverteidigung, also in der Verteidigung, ist 1,83. Walker ist relativ groß. Fonzie Davis ist groß mit 1,85. Die beiden IVs 1,83. Walker ist, glaube ich, auch bei 1,80 ungefähr. Ich verstehe es nicht. Genauso wie das hier. Deine Verbindung zu den EA-Servern wohl abgebrochen. Gut, ich habe natürlich abgebrochen. Lag 1-0 hinten. Herzlichen Glückwunsch. Der Gegner hat gewonnen. Es ist und bleibt einfach immer wieder so ein großer Quatsch hier, ne? Was ist hier los mit den EA-Servern? Was ist los? Smoke cigarettes, cancer in the chest like cardiac arrest. I've been feeling stressed, trying to find ways to impress her, showing her that I love her, trying to show her an effort. Gotta keep it together. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. She picks my hair up on the floor. Blackie, meinst du EA oder PC-Spiele mit Cheat Mode? Also, du meinst, gegen PC-Spieler weiß ich gar nicht, ob ich dagegen spielen kann. Oder ist das Crossplay? Also, Xbox weiß ich, aber auch gegen PC-Spieler kann man auch gegen spielen. In der Richtung bin ich nicht informiert, das weiß ich nicht. Bin aber informiert und weiß, dass es solche Cheats gibt, dass wenn er ein Tor schießt, er sieht, er führt, dass er irgendeinen Cheatcode gibt: 1, 2, 3, 4. XY gibt er ein. Und dann wird das Spiel abgebrochen, meinerseits aus. Mein Internet hat man ja gesehen. Es wurde ja noch alles hier übertragen. Das Internet war ja gleich weg. Ach, wie kommt das denn? Aber ich wüsste nicht, wie man auf meine PS5, wie er auf meine PS5 sozusagen zugreifen kann und das so. Also, versteht man, was ich meine? Ich weiß nicht, wie das mit dem PC geht, dass ein PS5-Spiel abspricht. Das ist die große Frage. Ja, es kann. Klingt auf jeden Fall sehr verdächtig oder sah sehr verdächtig nach so einem Fehlercode, Cheatcode aus, ja. Richtig. She picks my hair off of the floor. Er hat MVP vorhin. Spiel Nummer 3. Mann, holt sich den. Also diese Doppelpässe und dann als Abschluss jetzt den Pass da vorne in die Schnittstelle mit Dreieck, das funktioniert auch überhaupt nicht, ne? Ein Versuch. Was ist zumindest wert? Tristan Kunku. Donnarumma ist aber da. Haaland. Rein in den Sturm. Was will denn der da über links außen machen? Kunku nach links. Kyle Walker ist übrigens sehr stark im Rechtsverteidiger. Jetzt habe ich in letzter Zeit immer wieder gemerkt, dass Kyle Walker einer der stabilsten war in der Führerkette hinten. Super. Wer da holt sich den? Ah, kann hier wieder im Abseits sein. Mané war es sogar. Sorry. Mane, Kante. Ah,
Torwart! Kein Foul. Dranbleiben, Jungs. Anthony, Kanté, das ist gut, den hat er. Kanté ist natürlich nochmal defensiv einfach nochmal deutlich stabiler als in KDB. Ich habe auch mit KDB noch überhaupt gar nicht getestet. Dementsprechend kann man das auch schlecht sagen. Denn Leon Goretzka ist ja auch in gewisser Art und Weise defensiv begabt. Ja, der kann ja eigentlich alles. Ich weiß es nicht, ob KDB da besser reinpassen würde. Wir haben halt aber auch schon viele Offensivleute. Ja. Wir haben wirklich viele Offensivleute. Kein guter Pass. Suspendiert. Den Titel habe ich heute so gewählt. Aufgrund der Suspendierung von Cristiano Ronaldo bei Manchester United für das nächste Premier League Spiel. Finde ich interessant, finde ich spannend, die Herangehensweise, wie bei Manchester United mit einem derart ja, großen Spieler umgegangen wird. Gut, er hat das Spiel frühzeitig verlassen. Ronaldo ist ja bekannt, dass er in letzter Zeit einfach nicht mehr spielt. Auch das ist für mich sehr, sehr fraglich, warum nicht. Und er war so sauer, dass er auch im letzten Spiel, gestern, nicht gespielt hat und ist irgendwie in der 80. Minute so einfach gegangen. Er saß auf der Bank, ist gegangen, hat sich umgezogen. So, jetzt wurde das natürlich nicht toleriert, ist klar. Er hätte ja noch eingewechselt werden können in der 95. Minute. Und dementsprechend wird er jetzt suspendiert. Also, kannst du nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie man, der Typ hat alles gewonnen, was man auf nicht nationaler Ebene, sondern was man auf Vereinsebene gewinnen kann. Ich kann es nicht verstehen, wie man einen Spieler so dermaßen runterbuttert da. Weil ohne Ronaldo läuft es ja bei Man United auch nicht. Ich glaube, dass das schon eine Hilfe sein könnte. So leid es mir tut, aber ein Sancho und ein Anthony und so weiter, die machen das ja alleine auch nicht. Die kriegen sie auch nicht gerafft. Und Ronaldo ist für jede Mannschaft eine Hilfe, auch für Manchester United. Dementsprechend suspendiert. Schöner Pass von Haaland ist jetzt natürlich wieder das Ding. Es ist ja kaum einer vorne mit drin, ne? In der Box. Da ist doch einer in der Box. Oh, Mané. Und Donnarumma. Das Ding ist, Donnarumma bei mir sehr durchwachsene Leistung, wie der teilweise zeigt. Kanté, ja, warum nicht? Auch mal aus der zweiten Reihe in Golo. Probier es immer gerne wieder mit so einem Powershot. Der war jetzt nicht gefährlich, war auch drüber, aber warum nicht? Probier es doch. Probier es doch einfach. Alles gut, N'Golo. Erling. Und in der Mitte ist eigentlich Sadio Mané. Da ist Erlinger. Wow, was ein Tor. Sehr schön gespielt. Mané mit Köpfchen weitergeleitet. Ein toller Abschluss. Von Erling Braut Haaland. Ganz, ganz tolles Tor. King Flo, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Moin, moin, wenn man aus dem Norden kommt, dann kann man das so sagen. Oder auch hallo. Ich merke auch hier schon wieder, der Gegner kann natürlich mit seinen Stars da vorne, Mbappé, Haaland, jederzeit gefährlich werden. Und genau so sieht es auch aus. Schlechter Pass auf Fonzie Davis. Es ist auch krass, wie Cristiano Ronaldo dort demontiert wurde. Das ist auch krass, was hier wieder geschieht an Eckball, der natürlich wieder zum Erfolg führt. Ich will einmal nur kurz reden über CR7. Zack, fällt mir ein Tor. So einen Einfluss hat Cristiano Ronaldo auf den Weltfußball. Man redet über Ronaldo, zack, fallen Tore. King Flo, soweit ist eigentlich erstmal alles im grünen Bereich. Problem ist nur, dass wenn ich hier teilweise die Aktion schon wieder sehe, mir einfach ein bisschen was an Spaß vergeht.
Aber sonst geht es mir persönlich eigentlich gut. Auch wieder natürlich auch. Wieder zu lasch da reingegangen. Wieder Erling Haaland, der da einfach den Fonzie Davis überläuft. Jungs, ich kann es nicht nachvollziehen. 96er Antritt bei Fonzie Davis. Und Haaland, der läuft da vorbei, als gäbe es kein Morgen. Wieder 1-1, wieder unentschieden zur Pause. Oder gibt's noch eine Chance? Haaland, Mané! Mané! Und nochmal rübergelegt. Nein, das war's. 1-1 zur Halbzeitpause. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. So, Cristiano Ronaldo, ich habe vorhin drüber geredet. Ich finde es auch eine Schande, wie der demontiert wird. Dann hätte ihn man gehen lassen sollen im Sommer. Nein, da hat Erik danach noch gesagt, Ronaldo, auf den baue ich. Hat er, der ist ja zu dieser Saison erst gekommen. Und er wollte ihn unbedingt halten. Für was denn? Als Super-Sub oder was? Ja, natürlich ist es toll, Ronaldo als Ajax gespielt zu haben in der 80. Minute. Herzlichen Glückwunsch. Ist aber seiner Karriere und ihm auch einfach nicht gerechtfertigt. Er hätte nach Dortmund gehen sollen. Auch wenn das vielleicht nicht dieser Top-Club ist, wo Ronaldo vielleicht hinpasst oder wo man den gerne sehen wollen würde. Aber da hätte er gespielt, da wäre die Mannschaft um ihn drum aufgebaut worden und dann wäre Dortmund auch bestimmt deutlich erfolgreicher, als sie es aktuell sind. Halbzeit 2. Wir wechseln mal auf Fünferkette und schauen mal, wie wir dann nach vorne uns noch so kombinieren können. Oh ne. Kunku. Salah, Kunku läuft mit. 3-3 Situation. Ganz hinten ist Erling Haaland. Der kommt auch dran an den Ball. Nein, kommt er nicht. Kyle Walker köpft ihn raus. Haaland schon wieder im 16er. Donnarumma unsicher. Jungs, das sieht alles irgendwie amateurhaft aus. Was da, wenn es in Richtung unser eigenes Tor geht, wird es unheimlich grisselig. Oh, Haaland. Der kommt an. Ecke. 59. Spielminute. Ja, Leo Goretzka. So weit drüber, da war noch einer dazwischen, ne? Ja, genau. Leon Goretzka kommt nicht dran. Vinicius. Auch mit der Fünferkette. Das ist irgendwie so ein ganz Fadenbeigeschmack hier. Ne, auf Goretzka durchgestartet. Scheiße, ey. Das funktioniert alles nicht, was wir hier vorhaben. Schon nach vorne gespielt, weil Werder holt sich den nächsten Ball. Kanté kann da nicht drankommen. Wir gehen jetzt zurück auf die Viererkette.
Haaland. Gegen Eder Militao. Und der ist genauso schnell. Der holt sich den Ball. Ja. So wird's nichts. So wird's nichts. Abgefälscht. Haaland. Und wieder Fuß in letzter Sekunde dazwischen. Ich weiß nicht, warum es erst immer so lichterloh brennen muss, bevor da irgendeiner einen Fuß noch reinkriegt. Das stört sehr extrem. Ne, ist kein Fall. Mané. Boah, ey. Und der wird da so was vom Ball getrennt. Das sehe ich einfach von unserer Verteidigung nicht. Und wir haben denselben Kyle Walker da drin stehen wie er auch. Gibt ja nur einen Kyle Walker. Und der wird so einfach mit so einem kleinen Check da vom Ball getrennt. Warum sehe ich das bei uns nicht? Geil. Ich sehe es einfach nicht. Da wird wirklich bis zur letzten Sekunde gewartet. Und dann kommt irgendwann mal der letzte entscheidende Fuß oder halt eben nicht entscheidende Fuß dazwischen. Hier wäre dann starke Aktion. Kanté mit seinen kurzen Beinen kommt wieder nicht dran. Kanté kommt wieder nicht dran. Hallo? Also Sengolo könnte durchaus aber auch mal ein, zwei Bälle mehr abfangen, wenn er im Mittelfeld. Ja, im Bereich des Möglichen. Ja, Goretzka auch. Kunku hat ein bisschen Platz. Ja, Walker kommt wieder dazu, damit es aber Erling Haaland. Ja. Nächste Chance, Mbappé. Wie auch immer der auf die andere Seite rüberkommt. Er kommt an. Und doch nach vorne. Das Spiel wird wahrscheinlich in einem Unentschieden enden. Langer Ball von Gigi, der ist nicht gut getreten. Kimpembe, das war's. Spiel endet mit einem 1:1 Unentschieden, das hilft beiden Seiten wie immer nicht. Aber es geht wahrscheinlich auch am Ende des Tages vollkommen in Ordnung, dass es hier keinen Sieger gibt. Geht wahrscheinlich auch vollkommen in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, ob ein KDB da echt auch angebrachter wäre. Ich werde Kanté jetzt einfach mal auf einem anderen Camp-Style spielen, weil er bis dato mich damit nicht überzeugen konnte. Mit dem Chemiestil und auch nicht mit den Aktionen, die er da so hat. Im Mittelfeld. Der kriegt jetzt einen Shadow von mir. Die Defensive soll mal noch richtig gepusht werden. Der muss... Kanté ist einfach eine Staubsauger. Der soll dafür da sein, Unmengen an Bälle abzufangen. Das macht er auch teilweise, aber irgendwie finde ich noch zu wenig für seine Verhältnisse. Für das, was ein N'Golo Kanté eigentlich ist. Es ist ein Mittelfeldmotor, der überall auf dem Platz anzutreffen ist. Und überall sich die Bälle holt, das macht irgendwie noch zu wenig. Da geht noch mehr. Da ist doch Luft da oben. Deswegen Shadow. Möglicherweise haben wir noch einen da, das ist schön, da brauchen wir auch keinen kaufen. Ich würde gerne mal wissen, was dieser Messi SBC so kostet. Was die kostet, weiß ich auch von Tor, aber was man dafür braucht, was für Teams. Vorher stoppen wir die Musik. Zum anderen Lied eigentlich.
Lil Peep mit dem Lied Already Grown. Ich bin still. Ganz leise jetzt. Dankeschön. Alles. Neuer Kimmich, Werner Sörloth von Benzema. Oh, er hat einen Weltfußballer in seiner Mannschaft. Oh, 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 oh. Das nächste Spiel in der Liga, bis dann konnten wir noch keinen Sieg einfahren. Schade eigentlich, da ich ja eigentlich schon so kurz vor Liga 3 stand. Und mittlerweile mich jetzt wieder ganz weit hocharbeiten muss. Mich hat übrigens gerade gewundert, ich habe mich mal ein bisschen für diesen Messi interessiert und erkundigt, was er so kann und was nicht. Mich hat sehr, sehr verwundert, dass der wirklich nur ZOM spielen kann. Ich glaube, der kann gar keine andere Position spielen außer ZOM. Fand ich ein bisschen strange und komisch. RM kann er doch auch spielen. Er ist doch RM. Ich verstehe es nicht. Vielleicht wurde es auch einfach nicht gezeigt. Keine Ahnung. Nächster Mann aber auf. Haaland! Oh, solche Dinger! Mann! Was macht er denn mit dem Keeper, dass der wirklich... Und was machen wir mit dem Keeper, dass der... Ey, unser Keeper so unsicher ist und Neuer da wirklich... Also, was macht er, dass er diesen Ball hält? Der hat ihn auf dem starken Linken liegen, Erling Haaland. Warum geht er nicht rein? Sag es mir. Wieder Haaland, jetzt mit rechts, 1-0. Trotzdem, so eine dicke Chance, die muss man verwerten. Mané, Mané. Und das ist gut gemacht, Haaland. Na komm, 2-0, 10. Minute, Erling Haaland. Neuer, das fand ich gut. Hilfe.
Also da ist unheimlich viel Platz. Mo Salah mit der nächsten Chance. Wieder ist Neuer da. Da ist sehr, sehr viel Platz in seiner Viererkette. Also da kommen wir jetzt tatsächlich durch wie... Weiß ich nicht. Wie mit einem heißen Messer durch Butter. Also das geht ja wirklich... Das geht echt gut. Da kommt man echt gut durch. Deswegen steht es auch noch 20 Minuten schon 2:0 für uns. Und wir spielen weiter nach vorne. Mit Erling. Beispiel was, Herr Schiedsrichter? Na, wo spielt der den Ball eigentlich hin, ey? Jetzt mal ganz im Ernst. Da steht nicht mal mehr einer von uns. Er will das Spiel schnell machen und passt den Ball einfach weg. Das ist doch Zeitspiel, oder nicht? Was Haaland da gemacht hat. Er hat den Ball einfach weggekippt. Aber irgendwo hin. Ganz random. Sirlot. Lupfer. Aufs Dach. Donnarumma, ich wollte ihn erst kritisieren, dass er da rauskommt. Weil der Ball natürlich auch genauso gut im Tor landen kann. Aber ich glaube, dass der Winkel da dann auch dementsprechend nicht mehr gepasst hätte. Donnarumma, da hätte der Ball da flacher kommen müssen. Und dann hätte den Ball wahrscheinlich Donnarumma auch abfangen können. Ja, war so gut gemacht. GG. Gut gemacht, GG. Schöner Ball auf Haaland und der Winkel ist nicht spitz, oder? Doch. Selbe Situation wie Sirlot auf der anderen Seite. Haaland probiert es auch mit dem Lupfer. Neuer war nicht dran. Der Ball war aber auch zu hoch. Mhm. Reece James. In der Mitte ist unheimlich viel Platz wieder für Sadio Mané. Den kriegt er auch, ne? Da waren wir noch dran. Ecke. Ngunku. Auf Mo. Und Neuer. Tio. Okay, das ist da. Gut abgelockt, aber da zieht es Thiago Silva wieder viel zu weit raus. Das sagt mir überhaupt nicht zu. Sehr schön, Donnarumma gut abgefahren, das Spiel schnell machen. Wer ist da vorne? Mo Salah, lass den Ball durch die Hosen drehen und jetzt Abfahrt. Abfahrt nach vorne. Oh, Cancelo! Wie viel Vorsprung der auf einmal hat. Joao Cancelo. Das ist ja nicht euer Ernst, ey. Ach du Scheiße, ey. Und Benzema geht da durch. Benzema. Cancelo hat der hat nicht mal mehr Lengthy, oder? Cancelo? Ich glaube nicht. Ich glaub's nicht. Hat er nicht. Ich weiß nicht, wie der so schnell war. Hat er nicht. Ich weiß nicht, wie kann ein Cancelo mit maximal 86 Tempo jemand mit 91 Tempo einholen. Obwohl, der hat Explosive. Das heißt, der hat einen unheimlich schnellen Antritt, der Mo. Und der eine... Ja, ich auch... Nee, komm. Manche Sachen kann ich... sind für mich dann nicht ganz erklärbar. Auch noch ein drittes. Sehr gut. Wow, Benzema.2:0. Es ist immerhin kein Unentschieden zur Halbzeitpause, das ist schon mal gut. 2:0 steht es für uns. Könnte bestimmt auch das eine oder andere Tor mehr gefallen sein, aber lässt sich drauf aufbauen. Wir kommen ja da auch teilweise eigentlich, wenn wir uns ein bisschen anstrengen,
gut durch die Viererkette. Also, da ist noch Potenzial nach oben, Halbzeit 2. Ja, alles gut. Er hat aber mehr Ballbesitz, er hat 59% Ballbesitz. Ich weiß halt nicht, weil die Spieler an sich auch generell eine gute Ausdauer haben. Vor allem Kanté, ne? Der ist ja, das ist ja ein Dauerbrenner. Da spielt er durch über die gesamten Minuten. Dann Goretzka wird immer ausgewechselt für Jude Bellingham. Salah spielt ebenfalls durch. Sehr gute Fitness. Mané, Haaland auch so gut wie immer auf dem Platz. Kunku ist jemand, der wahrscheinlich das eine oder andere Mal ausgewechselt wird. Wirklich auch aufgrund seiner Fitness. Haaland in teilweise der Verlängerung auch dann ein bisschen platt. Ansonsten Viererkette bleibt er auch bestehen. Fünf Spieler könnten wir auf die Bank packen, wir können auch mehr drauf packen. Fünf Wechsel hätten wir aber. Ich muss mir da echt mal Gedanken machen und dann kaufe ich mal ein bisschen was ein zu machen. Irgendwie so ein Alaba oder sowas. Alaba, vielleicht Anthony, solche Leute, Lorente. Ein bisschen Variabilität müssen wir da drin haben. Wir müssen einfach variabel sein. So, Punkt aus, fertig. Und das bringt mir jetzt heute hier nichts mehr. Weil ich sowieso kaum wechsle, aber für Champions-Spiele kann das dann doch, denke ich mal, hilfreich sein. Schön war von Kanté. So, da ist Haaland und lange Ecke. Und Neuer kommt nicht dran. Hattrick, Erling, Haaland. Silva, langer Ball auf Mané, Rüdiger ist noch dazwischen. Stark von Goretzka, Haaland war wahrscheinlich im Abseits, ne? Genau, so ist es auch. Na komm. Oh, Benzema, der kann da auch wieder viel zu einfach durchlaufen. Zwei Tore, Abstand ist wieder hergestellt worden. 3:1 steht es nur noch. Ja, das ist einfach, wenn sie mal durchgeht. Und als Weltfußballer mit der Abschlussqualität, bin ich sicher. Macht den rein. Ganz katastrophal, was der Kunku da macht. Ins Ausgetrennt. Oh Gott, oh Gott. Foul von Leon. Foden auch eine interessante Karte, aber wir haben nicht wirklich einen Zehner. Dementsprechend ein interessanter Spieler ist auf jeden Fall für Foden, aber für uns relativ unpassend. Jetzt sind wir wieder durch, ne? So, und zack, 3:2. Und jetzt ist hier nochmal richtig Leben drin. Eine halbe Stunde noch zu spielen. Die Art und Weise, wie wir verteidigen, ist einfach katastrophal. Nur gut, dass der Gegner ähnlich katastrophal verteidigt. Benzema, und es ist nicht das 3:3, aber es hätte es sein können. Wieder diese ganze Abwehr, die ganze Viererkette, so gut wie rausgezogen und ausgespielt. Erling Haaland gegen Rafael Varane. Erling Haaland. Erling Haaland in der Mitte. Mo Salah kann nicht gefunden werden. Mann, ich komme nicht dran. Goretzka. Mann, ey! Die Bälle verspringen aber auch. Gleich wechseln der Schiedsrichter. Hm.
gute Idee. Durchführung nicht optimal. Ein ganz normaler X-Pass da in die Mitte. Ja, und der steht da fast frei vorm Tor. Also Varane mit viel Druck. Wieder. Thiago Silva, warum seid ihr denn so weit weg von den Stürmern? Meine Güte, es wird dir gleich noch scheppern, wenn es so weitergeht. Es wird gleich scheppern. Also das ist echt nicht gut, was wir hier defensiv machen. Aber in allen drei Spielen heute nicht. Dementsprechend das Licht nicht unbedingt an den Gegner, dass das sonderlich gut macht, sondern wir stehen einfach wirklich wie AB-Männchen da hinten in der Viererkette. Das sind gar keine vier Leute. Ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Die stehen da irgendwo rum und, weiß nicht, pflücken Blumen. Ganz, ganz schwierig. So, es gibt eine Ecke jetzt für den Gegner und wir wechseln. Bellingham rein. So, jetzt geht raus. Gut, raus. Adama rein. Gut. Schön. Sehr gut gemacht. Mo Salah alleine in Richtung Tor. Und er kriegt den Ball nicht an Neuer vorbei. Mané. Gute Drehung, schlechter Abschluss. Und auch Mo Salah. So frei da auf den Keeper zuzulaufen. Wieder da rum. Mann, ey! Ja, Haaland nochmal. Haaland. Geh doch vorbei an Joao. Und genau das macht er. Ganz hinten. Und Joao Felix wird zurück. Joao Felix. Joao Felix. Ja, der Haaland. So viel Füße, mit so viel Tempo. Gesegneter Typ. Bringt es teilweise einfach nicht auf den Platz. Kanté. Das war ein sehr, sehr wichtiger Zweikampf gegen Karim Benzema. Der nächste Ball auf Erling. Nächste Ball auf Mané. Bellingham. Und da wird so viel Druck ausgeübt. Und guckt dir das an! Ey! Es geht so schnell in die andere Richtung. Wir können schon wieder von Glück reden. Dass das abseits ist. Kanté auf Adama. Hinten ist Erling. Da kommt der Ball natürlich wieder nicht an. Da steht ja auch viel zu frei, der Haaland da. Nee, spiel den auf den gedeckten Mohamed Salah. Kanté, na dranbleiben und weg damit. Macht zum Keeper und hau das Ding weg. Das ist nicht nötig, wir gewinnen die Partie mit 3-2. Wir haben 3-0 geführt, das Ding wurde sowas von eng Richtung Ende dieses Spiels. Haaland, Hattrick ist Man of the Match, absolut berechtigt, aber wir hätten es nicht so weit kommen lassen dürfen und müssen, dass wir hier nochmal so in die Bredouille kommen. Flasi jetzt willkommen. Suspendiert? Fragezeichen? Ja, habe ich vorhin, dass die Frage kam heute schon auf. Was bedeutet eigentlich suspendiert? Ich erzähle es gerne nochmal, jetzt zum dritten Mal. Aber ist nicht schlimm. Suspendiert, den Titel habe ich heute gewählt. Es geht, wie immer ja, bei mir um Fußball. Und heute habe ich einen interessanten Bericht gelesen. Ronaldo, CR7, Cristiano Ronaldo. Nicht der dicke Ronaldo, nix Brasilien. Der portugiesische Cristiano Ronaldo. Weltfußballer zigfach, Champions League gewonnen und so weiter und so fort, wurde bei Manchester United suspendiert für das nächste Spiel in der Premier League.
Aufgrund, weil er im letzten Game gegen Tottenham, ich glaube, es war gestern Abend, frühzeitig, er saß auf der Bank. Das gefällt ihm nicht. Hat frühzeitig dann seinen Platz da verlassen auf der Bank in der 80. Minute. Hätte ja noch eingewechselt werden können. Ne? Auch wenn die Chance eigentlich relativ gering ist, dass Ronaldo nochmal spielt bei United. Er hätte ja nochmal eingewechselt werden können, hat er sich gedacht, komm, für die letzten 5 Minuten scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach. Deswegen wurde er suspendiert. Die Frage stellt sich aber schon vorher, warum spielt Ronaldo denn überhaupt nicht? Und das von Anfang an, weil ob jetzt mit Ronaldo läuft vielleicht aus meiner Sicht sogar ein bisschen besser. Die haben ja sogar mal gewonnen, weil Ronaldos das goldene Tor geschossen hat. Ich glaube, es war in der Europa League. Aber auch ohne Ronaldo läuft es halt nicht mit Anthony und diesen ganzen Konsorten da vorne, Rashford, Sancho. Die kriegen selber auch nichts auf die Kette. Deswegen das Thema suspendiert, weil für mich das so ein halber Skandal ist, dass CR7 ein so Weltklasse-Spieler da einfach richtig doll versauert. Oder durfte er nicht mehr gehen. Beziehungsweise hatte irgendwie auch nicht wirklich einen Verein gefunden. Aber es sollte auch nicht gehen, weil Erik ten Hag hat im Sommer gesagt, ich baue auf Cristiano Ronaldo. Und jetzt sehen wir, was daraus geworden ist. My Oxygen mit dem Lied Love. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte kein Game mehr machen. So leid es mir tut. Ich sag da gleich noch was zu. Theo Theresa. Top-Partien, nee, noch nicht gemacht. Ich nehme Top-Partien, die SBCs tatsächlich, auf welchen Gründen auch immer, ich nehme die nie mit. Ich mach die nie. Weiß doch gar nicht warum. Aber die Sets sind auch meistens nicht dementsprechend. Also die sind irgendwie, die sprechen mich nicht an. Prime gemischtes Spieler-Pack. Ich finde Top-Partien, das ist so meine Erfahrung, was ich damit mitgemacht habe, die sind immer so ein bisschen zu überhyped. Also die machen halt viele. Und es werden ja jede Woche dann von diesen gewissen Vereinen die Spieler für so viel Geld angeboten. Die steigen ja immer jetzt hier Tottenham gegen Newcastle oder was weiß ich, was da jetzt gerade war. Hatte Sané, COT 75 Karte mitgemacht. Den? Ich weiß nicht. Immer wenn ich die gemacht habe, war nur Bullshit drin. Ich habe immer Minus gemacht. Minus auch wirklich. Wirklich Minus. Immer. Das war noch nie bei mir irgendwie rentabel. Und deswegen. Ich mach die nicht gerne. Das war ein Film. Okay, danke für das Lied. Haben wir noch irgendein. Ja, wir haben noch ein. Irgendein Lied, was nochmal. Dear Jesse, das haben wir gestern schon gehört, ne? Dear Jesse. Aber wir haben was anderes. Black Velvet von Elena Miles. 5 Minuten geht das Lied. In der Zeit sind wir auch durch mit der SBC. Das ist die letzte SBC, die ich auch machen werde heute. Ich wollte noch was sagen zu diesen Spielen. Ich habe heute 3 Games, glaube ich, gemacht. Aber irgendwie gehe ich jetzt aus dem heutigen Abend raus und ich bin schon so ins letzte Spiel auch reingegangen. So ein bisschen. Ja, das klingt jetzt echt doof, aber ich habe irgendwie nicht wirklich Lust darauf, das Spiel. Ich hatte keine Lust, jetzt vorhin das dritte Spiel zu starten, weil ich selber gemerkt habe, irgendwie ist das hier irgendwie, das ist, ich weiß es nicht. Irgendwie hatte ich habe da einfach keine Lust drauf, weil es mir einfach nicht wirklich Spaß gemacht hat. Dementsprechend mache ich natürlich, habe ich ja gesagt, heute auch keins mehr. Das war ab und zu die letzten Tage auch schon mal so vielleicht der Fall.
weiß nicht, woran das liegt. Das Game ist erst seit 3 Wochen draußen. Und es kommen auch bessere Phasen, das weiß ich. Ich bin aber auch wenig drin. Das ist bei mir auch teilweise so, wenn ich setze mich jeden abends für 1,5 Stunden hin. Und das ist teilweise zu wenig. Ja, wenn ich merke, ich spiele Weekend League an einem Wochenende, da war ich letztes Wochenende bzw. das davor wirklich gut drin. Mehrere Spiele am Stück, du fuchst dich rein, du bist in so einem Lauf. Da komme ich ja jetzt mit 3 Games, ich komme ja in keinen Lauf rein. Ne? Ich habe heute insgesamt 3 Games gemacht. Ich habe mich heute privat ja hier überhaupt nicht mit FIFA beschäftigt. Dementsprechend kommt man nicht wirklich rein, wird nicht wirklich warm und dann hört man auch schon wieder auf. Ja, das ist natürlich, wenn man Weekend League spielt, ein bisschen anders. Trotz alledessen sind irgendwie ganz komische Momente immer wieder dabei und das löst bei mir immer wieder so ein nicht schon wieder, irgendwann hat man da keine Lust drauf. Nicht schon wieder das hier und das hier und so ein Pass und das kommt durch und das unglückliche Moment halt immer wieder, ne? So, jetzt darf aber Elena weiter singen. Wir öffnen Sets. 1. Black Velvet! Oh, den habe ich schon. Das meine ich schon wieder. Guck mal, ich habe einen einzigen. Nee, habe ich nicht. Ich habe 3 Informs im Verein. 3. Sorry, nicht ein. Ich habe 3 Informs im Verein. Ich ziehe einfach ein Duplikat. Kannst du nicht ausdenken. Kannst du nicht ausdenken. Kannst es dir nicht ausdenken. 3 Informs. Und die Chance ist ja relativ gering, dass ich nochmal einen Salah oder einen Haaland ziehe, ne? Nee, alles klar. Gut, herzlichen Glückwunsch. Hat mir viel Freude bereitet heute wieder. Auch Quatsch, ne? Mit Messi anzufangen, oder? Naja, ach guck, da haben wir noch einen Inform. Wir haben sogar 4 Informs. Oh, sorry. Ja, dann ist natürlich berechtigt, dass man zweimal das mal zieht. Sorry, mein Fehler. Nehme ich auch mal in die Kappe, das Ding. Jo. Elena Miles mit dem Lied Black Velvet. Dankeschön, Elena. Da habe ich mir gedacht, ja gut, Messi, der kostet insgesamt 800.000, aber auch da wieder das Credo. Natürlich an sich würde Messi bestimmt reinpassen, wenn man da so ein bisschen was umtauscht, umstellt. Totaler Quatsch, eine Goldkarte kostet nur 1/3, ist fast genauso gut wie und wiederverkaufbar. Ja, ich habe es nur mit dem Hintergedanken, ich habe jetzt da ein Inform rumliegen, deswegen hätte ich jetzt gedacht, na, machst du es vielleicht, aber eigentlich ist es auch Quatsch. Und Messi, da sind wir uns ja sicher, der wird eine Special Card bekommen, die besser sein wird in diesem FIFA-Teil. Punkt. Der wird nicht bei dieser 92 bleiben. Irgendwann kriegt er eine Special Card und dann ist dieser Player of the Month einfach nicht mehr spielbar. Und das ist eigentlich so dumm. Vor allem jetzt auch am Anfang, wieder mein Credo, am Anfang keine SBCs machen und so weiter und so fort. Aber EA, die machen das wahrscheinlich extra. Die bringen mich da immer wieder mit rein in die Bredouille, weil die mir einfach einen fucking Inform doppelt geben in Ledesma. Soll ich den jetzt abstoßen oder was?
Ich warte erstmal ab bis morgen Abend. Vielleicht kommt ja irgendein SBC raus, wo man eine Inform braucht. Vielleicht kann ich den zurückholen. Bis dann habe ich es auch wahrscheinlich wieder vergessen. Ich habe schon mal einen Inform gestoßen, ganz am Anfang, weil ich schon mal einen doppelt gezogen hatte. Ich hatte einen Inform im Verein, habe einen doppelt gezogen. Den habe ich bis heute nicht zurückgeholt, weil es auch einfach keinen Grund gab. War ein 77er Inform. So. Also alles immer wieder sehr schwierig und das sind auch die Sachen, die es dann unterstützend dazu beitragen, dass man dann keine Lust mehr hat. Und das ist jetzt der Punkt ist jetzt bei mir erreicht, dass ich jetzt keine Lust mehr habe. Plus die Müdigkeit meldet sich und mein Verantwortungsbewusstsein ebenfalls. Dementsprechend sehen wir uns morgen Abend leider nicht wieder, am Freitag. Das ist doof. Aber am Samstag sehen wir uns wieder. Ab 21:30 wahrscheinlich, ja. Werde ich spielen Weekend League, qualifiziert sind wir ja. Inform ist auch dann noch bestimmt da. Vielleicht morgen mache ich privat morgen ein paar Spiele, ich weiß nicht, wie es zeitlich schaffe. Morgen Abend auf jeden Fall bin ich nicht hier. Samstag ab 21:30. Und dann sieht die Welt vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Mit dem FIFA-Teil. Tschüss. Ruhige und gute Nacht noch. Bis Samstag. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Und schönen Start ins Wochenende. Ne? Morgen ist es schon Freitag. Ciao, ciao. Bis dann.